Hallo, mein Name ist Birgit Menzel. Ich bin Krankenschwester am Akershus Universitätskrankenhaus. Dieser Informationsfilm über Covid-19 richtet sich speziell an Menschen mit chronischen Nierenerkrankungen und Transplantierte. Das Projekt ist eine Zusammenarbeit zwischen der Landesvereinigung für Nierenpatienten und Transplantierte und dem Akershus Universitätskrankenhaus und wurde von der Darmstiftung gefördert. Die Welt ist mit Informationen über das Coronavirus überschwemmt. Es können so viele Informationen sein, dass Sie es nicht mehr hören können. Gleichzeitig kann es schwierig sein, Informationen über die Coronavirus-Situation in Norwegen in Ihrer Muttersprache zu finden. Und es gibt nur wenige Informationen über das Coronavirus, die sich speziell an Menschen mit Nierenerkrankungen oder Transplantierte richten. LNT hat deshalb vier Informationsvideos in norwegischer und englischer Sprache erstellt, die Sie auf lnt.no und auf YouTube finden können. Suchen Sie auf LNT. Klicken Sie auf das Bild mit Virus und wählen Sie den Film aus. Ein Film zeigt, wo Sie gute Informationen über das Coronavirus in mehreren Sprachen im Internet finden können. Ein Film gibt allgemeine Informationen über das Coronavirus. Ein Film richtet sich an Menschen mit chronischen Nierenerkrankungen und ein Film an Transplantierte. Der Film, den Sie gerade sehen, ist eine kurze Zusammenfassung dessen, was Sie in diesen vier Filmen sehen werden. Das Coronavirus befällt zuerst den Hals und die Lunge und verbreitet sich von Mensch zu Mensch durch Tröpfcheninfektionen. Wenn eine Person mit Coronavirus-Infektion hustet, können kleine Schleimtröpfchen das Virus enthalten und das Gesicht einer Person in der Nähe treffen. Sie können dadurch infiziert werden. Die Viruströpfchen können auch auf einer Oberfläche landen. Wenn jemand diese Oberfläche berührt und sich dann ins Gesicht fasst, kann er sich infizieren. Auf diese Weise verbreitet sich das Virus von einer Person zur anderen. Die Tröpfchen fliegen nicht weit. Die meisten landen nach 1 Meter und wenn sie einen Abstand von 2 Metern einhalten, ist die Ansteckungsgefahr gering. Verwenden Sie einen Mundschutz, wenn Sie näheren Kontakt zu anderen haben, wie zum Beispiel im Bus. Es gibt viele weitere wichtige Tipps zur Infektionsvorbeugung. Sie finden sie in mehreren Sprachen auf der Internetseite der Norske Kvinners Sanitetsforening. Suchen Sie nach Sanitetskvinnene. Klicken Sie auf das Feld um Corona. Klicken Sie auf Filmer med information om corona på ulike språk. Wählen Sie den Film in Ihrer Sprache. Das Virus hat Spike-Proteine auf seiner Oberfläche, mit denen es sich an die Oberfläche unserer Zellen heftet. Dies ist unbedingt notwendig, damit es in unsere Zellen eindringen und Schaden anrichten kann. Antikörper, die sich an die Spike-Proteine heften, verhindern, dass sie sich an unsere Zellen binden. Impfstoffe regen den Körper an, solche Antikörper zu bilden. Mutierte Varianten des Coronavirus haben einen kleinen Bereich des Spike-Proteins verändert, der es leichter an unsere Zellen binden lässt. Das mutierte Virus ist daher ansteckender und verursacht häufiger schwere Krankheiten. Die Antikörper, die der Impfstoff anregt, binden nicht den mutierten Bereich des Spike-Proteins, wohl aber andere Bereiche, sodass der Impfstoff auch weiterhin effektiv und gegen das mutierte Virus wirksam sein wird. Zu Beginn der Pandemie mit dem ursprünglichen Coronavirus steckte eine Person mit Coronavirus im Durchschnitt 2 neue Personen an. Die Infektionszahlen stiegen recht schnell an. Mit strengen Maßnahmen zur Infektionskontrolle gelang es uns, die Ausbreitung der Infektion zu reduzieren, sodass im Durchschnitt eine Person mit dem Coronavirus eine oder weniger neue Personen anstecken würde. Wir haben jetzt in Norwegen mutierte Coronaviren, die ansteckender sind. Mit weniger strengen Maßnahmen zur Infektionskontrolle wird eine Person mit Coronavirus im Durchschnitt 3 neue Personen infizieren. Die Infektionsanzahl würde schnell ansteigen. Mit den heutigen Maßnahmen zur Infektionskontrolle wird die Ansteckung zwar reduziert, aber nicht genug, um zu verhindern, dass die Zahl der Infizierten steigt. Wir haben jetzt Ende März erreicht und die Impfung der älteren Altersgruppen ist im Gange. Wir impfen jetzt die Gruppe 3 und werden bald mit der Impfung der Gruppe 4 beginnen. Dies sind Personen zwischen 65 und 74 Jahren und zusätzlich alle Erwachsenen, die zu einer Hochrisikogruppe für einen schweren Krankheitsverlauf von Covid-19 gehören. Zur Gruppe 4 gehören alle Transplantierten und alle Personen mit chronischen Nierenerkrankungen. Wenn Sie bis Ende Mai nicht zur Impfung in Ihrer Kommune aufgefordert wurden, müssen Sie sich mit Ihrem Hausarzt in Verbindung setzen, um sicherzustellen, dass Sie auf der Liste der Gruppe 4 aufgeführt sind.
Es gibt inzwischen mehrere Impfstoffe gegen das Coronavirus. In Norwegen verwenden wir RNA-Impfstoffe von Pfizer und Moderna. Sie werden in 2 Dosen im Abstand von 3 bis 4 Wochen verabreicht. Sie haben sich als sehr effektiv und sicher erwiesen. Bis vor kurzem haben wir auch einen Impfstoff von AstraZeneca verwendet. Er wurde in Norwegen vorübergehend gestoppt, weil es einige Fälle von Blutgerinnseln nach Verabreichung dieses Impfstoffs gab. Das Risiko, sich mit dem Coronavirus zu infizieren, wenn wir den Impfstoff nicht anbieten, ist viel höher und die meisten Länder haben sich dafür entschieden, wieder den Impfstoff von AstraZeneca zu verwenden. In Norwegen haben wir uns entschieden, den Impfstoff von AstraZeneca zu stoppen. Es werden RNA-Impfstoffe angeboten, bis wir sicher sind, dass es unbedenklich ist, AstraZeneca zu verabreichen. Es gibt mehrere andere Impfstoffe, die einsatzbereit sind und einige davon werden in anderen Ländern verwendet. Aber wir wissen nicht, welche davon nach Norwegen kommen werden. Informationen über Impfstoffe in Norwegen in ihrer eigenen Muttersprache finden Sie auf der Internetseite des Norske Folkehelseinstitutte. Suchen Sie auf FHI, klicken Sie auf die Themaseite um Coronavirus, klicken Sie dann auf das Feld Kommunikationstiltak, Org, Informationsmateriell, Porfleresbrock. Hier finden Sie eine Menge nützlicher Informationen. Für weitere Informationen über Impfstoffe klicken Sie auf die unterste Zeile und wählen Sie Informationsskriftli eller Mündli Portet Egelsbrock. Die Grafik zeigt das Risiko eines schweren Verlaufs von Covid-19. Das Alter ist der wichtigste Risikofaktor. Im Vergleich zu einer gesunden Person desselben Alters hat eine Person mit schwerer Niereninsuffizienz ein 2,5-fach erhöhtes Risiko und eine transplantierte Person ein 3,5-fach erhöhtes Risiko für eine schwere Erkrankung an Covid-19. Wenn Sie den Verdacht haben, dass Sie mit dem Coronavirus infiziert sind, sollten Sie sich in einem Testzentrum auf das Coronavirus testen lassen und dann den Kontakt mit anderen Menschen vermeiden, bis Sie ein Testergebnis haben. Wenn Sie mit Covid-19 infiziert sind und sich sehr krank fühlen, sollten Sie das Gesundheitswesen kontaktieren. Wenn Sie einen schweren Verlauf von Covid-19 haben, wird die Dosis mehrerer Ihrer regelmäßigen Medikamente geändert werden. Viele Menschen brauchen Sauerstoffversorgung und einige müssen mit einem Beatmungsgerät beatmet werden. Das mutierte Coronavirus ist ein Grund zur Sorge. Wenn Sie die Entwicklung der Pandemie in der Welt verfolgen wollen, sollten Sie die Internetseite für Verdenshälseorganisation who.int besuchen. Weltweit sind bisher mehr als 120 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert worden und 2,6 Millionen sind an der Infektion gestorben. In Norwegen gab es mit 82.000 Covid-19-Fällen und 648 Todesfällen im Vergleich zu den meisten Ländern wenige Infektionen. In vielen Ländern gab es hohe Infektionsraten, überfüllte Krankenhäuser und langanhaltende Schließungen aufgrund von Lockdown. In den USA sind fast 9% der Bevölkerung an Covid-19 erkrankt und 0,16% starben an Covid-19, was bedeutet, dass fast 2% aller Menschen, die erkrankten, starben. Für unser Nachbarland Schweden gibt es ähnliche Zahlen. In Norwegen sieht es besser aus. 1,5% sind an Covid-19 erkrankt, 0,01% sind an Covid-19 gestorben und weniger als 1% der Infizierten sterben. Die Infektionszahlen steigen in Norwegen aufgrund des ansteckungsfähigeren mutanten Virus. Wenn viele Menschen erkranken und gleichzeitig ins Krankenhaus eingeliefert werden, kann der Anteil der Menschen, die an Covid-19 sterben, in Norwegen steigen. Mit dem mutierten Virus bekommen mehr junge Erwachsene schwere Fälle von Covid-19 als mit dem ursprünglichen Virus. Es ist daher sehr wichtig, dass wir gut informiert bleiben, die Infektionsregeln befolgen und geimpft werden. Wenn alle zusammenarbeiten, um Infektionen zu verhindern, können wir Covid-19 bekämpfen. Vielen Dank fürs Zuhören.